Diese Fotos hat sie gehasst, wie den Urlaub am Wolfgangsee. Hannelore Kohl, ihr tragischer Freitod im Juli vor 10 Jahren hat uns schockiert. Wer war die Frau von Helmut Kohl und was bedeutete ein Leben an seiner Seite? Herzlich willkommen zu Titelthesen Temperamente, liebe Zuschauer. Lang schon war er nicht mehr so populär. Helmut Kohl, der heute schwer kranke Kanzler der Einheit, doch scheint im Mittelpunkt des Interesses nicht mehr das politische Lebenswerk, sondern die Familie des Pfälzers zu stehen. Erst das bittere und sehr erfolgreiche Buch des Sohnes Walter Kohl über den Vater. Und jetzt beschreibt eine facettenreiche Biografie das Leben und das Leiden der Kanzlergattin Hannelore Kohl, deren Leidenschaften einmal Autofahren und Sportschießen waren. Was trieb sie wirklich in den Selbstmord? Zuletzt war es ein Leben im Dunkeln. Sie hat sich abgeschottet, hinter Jalousien verschanzt, kein Licht mehr ertragen. Gegen Licht war Hannelore Kohl, wie es hieß, seit einer fatalen Penicillineinnahme allergisch. Mehr als 30 Jahre im Rampenlicht und doch meist nur als Schatten an Helmut Kohls Seite waren genug. Am 5. Juli 2001 setzte ihrem Leid hier im Oggersheimer Bungalow ein Ende. Der Journalist und Chronist der Bonner Republik, Heribert Schwan, hat nun Leben und Sterben der Hannelore Kohl aufgeschrieben. Da gerät manche Legende ins Wanken. Objektiv gesehen hatte sie keine Lichtallergie. Sie hatte eine andere Krankheit. Sie war halt in hohem Maße depressiv. Sie war auch von Tabletten abhängig zum großen Teil. Sie wollte aber keine Hilfe haben von Psychotherapeuten. Sie wollte nicht Licht hineinlassen in ihre Seele. Die großbürgerliche Kindheit der sprachbegabten und intelligenten Hannelore, Jahrgang 1933, endet jäh mit dem Krieg. Die Geburtsstadt Leipzig liegt in Trümmern. Ebenso die Karriere des Vaters, Nazi aus tiefster Überzeugung, Direktor eines großen Rüstungskonzerns. Mit 12 Jahren, so Heribert Schwan, wird sie von einem russischen Soldaten vergewaltigt. Hannelore, als die Welt für sie noch heil und behütet ist. Neben ihr eine Spielfreundin namens Rena. Die beiden wohnen im gleichen Haus. 70 Jahre später haben wir das Mädchen wieder getroffen. Rena Krebs, die mit Hannelore Kohl bis zu deren Tod eng befreundet war. Der finale Schritt der alten Freundin kam für sie nicht wirklich überraschend. Mir war nichts mehr eingefallen, womit ich sie trösten oder unterstützen könnte. Das, was mir eingefallen war, hatte ich alles gesagt oder versucht zu veranlassen. Die Telefongespräche waren relativ kurz. Sie erkundigte sich nach mir, was sie ja immer machte. Sie war eine fürsorgliche Freundin. Und wenn ich sage, wie geht es dir, frag nicht. Die Familienidylle, gern demonstriert, wenn Fernsehteams für eine Home-Story im Wahlkampf anrücken, ist trügerisch. Kaum mehr als Fassade. Hannelore Kohl hält all das am Ende offenkundig nicht mehr aus. Hannelores beste Freundinnen haben schon sehr früh gesagt, mach dich nicht kaputt, dieses Leben an der Seite dieses Mannes, dieses Kanzlers der Einheit hältst du nicht aus. Es gibt nur einen Weg, um befreit zu werden, das ist die Scheidung. Aber nach außen demonstriert sie, diszipliniert, hart gegen sich, immer wieder die Einheit der Eheleute. Unverbrüchliche Solidarität mit ihrem Mann. So, Hannelore ist nicht ein Mensch, der also auch einer nahen Freundin gegenüber über ihren Mann gejammert hat. Wenn die hier war, also das ist die weitestgehende Bemerkung, die je gefallen ist. Sie besuchte uns ja hier. Wenn sie ein paar Stunden bei uns war, sagte sie so, jetzt muss ich hier wieder gehen. Es erinnert mich hier auch vieles an das, was ich nicht habe. Oggersheim wird zur Chiffre der Einsamkeit. Der Mann macht Karriere in Bonn und Berlin. Hannelore bleibt in der Pfalz mit den Söhnen zurück. Helmut Kohl ist bald nur noch Gast im eigenen Haus, zieht seine Frau nur noch selten ins Vertrauen. Die Konsequenzen seiner Handlungen aber, so das Buch, muss sie mittragen. Es gibt verschiedene Gründe, warum sich Hannelore Kohl letztendlich umgebracht hat im Juli 2001. Der Hauptgrund zu diesem Zeitpunkt war die Spendenaffäre. Die Spendenaffäre hat Hannelore Kohl wirklich an den Rand des Wahnsinns gebracht. Das hat sie absolut runtergerissen, mitgenommen.
Da kam sie auch eigens mal hierher, was denkt ihr? Und also das hat sie hat erzählt, dass man vor ihr ausspuckt. Es gibt ein Todesopfer der Spendenaffäre und das ist Hannelore Kohl. Sie bittet ihren Mann inständig, die Namen der Parteispender zu nennen. Dies hat sie Schwan anvertraut. Doch Kohl schweigt trotzig. Hannelore Kohl sieht für sich keinen Ausweg. Sie erträgt die Isolation, die Ausgrenzung, die Anfeindung nicht mehr. Die Wunden, die nicht vernarben wollen. Die Verletzungen, die sie auch in ihrer Ehe erfährt. Sie war einsam, sie war allein, verlassen von ihrem Mann, verlassen von ihren Söhnen. Hannelore Kohl hat gewusst, dass Helmut Kohl eine Beziehung hatte, damals in Berlin. Und Hannelore Kohl war zutiefst gekränkt und verletzt. Nicht zuletzt, weil diese Frau viel, viel jünger war als sie, die sie krank da niederlag. Das war ja dann wohl die Frau, die er später geheiratet hat. Genau sie war es. Nein, Maike Kohl-Richter kommt nicht gut weg in diesem Buch. Die neue Gattin setzt, wie wir bei der Lektüre erfahren, viel daran, das Andenken an ihre Vorgängerin und deren Engagement für Hirnverletzte auszulöschen. Ich fand es einfach ungerecht, wie sehr das Bild der Hannelore Kohl verblasste, wie sehr versucht wurde, die Erinnerung an diese Frau zu zerstören. Gerade diese, mag sein streitbare Parteinahme, macht diese Biografie so überzeugend. Sie bringt uns ein beinahe schon vergessenes Leben nahe. Die traurige, durchaus exemplarische Vita einer gern unterschätzten Frau. Die Frau an seiner Seite. Gerade wurde bekannt, dass auch ein Fernsehfilm über Hannelore Kohl in Vorbereitung ist, nach der Vorlage der schon älteren Biografie ihres Sohnes.